Ewiges Ägypten. Jahrhundertelang beschützten die Götter dieses Land und gaben ihm Reichtum und Größe. Doch dann wandte sich der rebellische Pharao Echnaton von diesen Göttern ab und erschütterte Kultur und Religion des mächtigsten Reiches der Erde, bis es fast unterging. War Echnaton ein religiöser Fanatiker oder ein Visionär? Pyramiden und Tempel Ägyptens scheinen selbst die Ewigkeit zu überdauern. Doch es gab in diesem Land auch Monumente, die fast so schnell verschwanden, wie sie gebaut wurden. Etwa 300 Kilometer südlich der Pyramiden von Gizeh bedeckt der Wüstensand die Reste einer ägyptischen Hauptstadt, Amarna. Vor 3000 Jahren geschahen in dieser künstlichen Stadt inmitten der Sahara gewaltige Dinge. Impulse gingen von hier aus, die den Ägyptologen bis heute Rätsel aufgeben. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte Sir Flinders Petrie, der Begründer der modernen Archäologie, eine riesige vergessene Stadt in der Wüste. Hier gab es alles, was eine antike Metropole ausmacht. Tempel, Paläste, breite Straßen und Plätze. Trotzdem hatte Petrie das Gefühl, dass etwas fehlte. Nirgendwo konnte er Darstellungen von Kriegs- und Kampfszenen entdecken, wie es sie in allen anderen ägyptischen Städten gab. Außerdem fehlten die üblichen Bilder, auf denen der Pharao den unzähligen Göttern huldigte. Besonders erstaunt war Petrie aber über die Dinge, die er fand. Bildnisse nämlich, die den Herrscher fast missgestaltet zeigten. Mit länglichem Gesicht, schlaffem Oberkörper, breiten Hüften und geschwollenen Schenkeln. Jahrtausende lang war der Pharao immer nur jung, kräftig und muskulös dargestellt worden, bereit in den Kampf zu ziehen. Dieser Pharao wirkte dagegen fast so fremdartig wie ein Außerirdischer. Was war 1300 Jahre vor Christi Geburt in dieser seltsamen Stadt inmitten der Wüste geschehen? Ägypten erlebte damals seine Blütezeit. Nie war das Land reicher und mächtiger, nie waren seine Grenzen sicherer gewesen. Überall entlang des Nils errichteten Arbeiter riesige Tempel zu Ehren der Götter. Echnatons Vater, Amenophis III., regierte von Theben aus, der Stadt des Gottes Amun, dem prunkvollen religiösen Zentrum des Reiches. Die Lager der Stadt quollen über vor Getreide, Öl, Tuch und Wein. Tausende Priester dienten hier den Göttern. In den vergangenen 600 Jahren hatte jeder neue Herrscher sich hier immer prächtigere Denkmäler errichtet. Doch Amenophis III. Übertraf sie alle. Sein Memnoneion war Kultstätte und Totentempel zugleich. Heute künden nur noch die Memnons Kolosse von dem einst größten Tempel Ägyptens. Als diese gewaltigen Abbilder des Königs gefertigt wurden, ahnte noch niemand, dass schon bald eine Revolution die Grundfesten des Reiches erschüttern würde. Das ist Amenophis III. Und seine Frau, Königin Thehe. Sie schenkte dem Pharao 6 Kinder. Interessant ist, wie diese Kinder behandelt wurden. 4 der 6 Kinder waren Töchter. Dieses Familienporträt zeigt eine von ihnen. Alle Töchter wurden mit wichtigen Titeln bedacht. Von den 2 Söhnen hieß der ältere Thutmosis. Er wurde später Hohepriester von Memphis. Der jüngere Sohn wurde nach seinem Vater Amenophis genannt. Er ist aber weder hier noch auf irgendeinem anderen königlichen Porträt zu sehen und fehlt selbst in den Aufzeichnungen der Familie. Doch weshalb verleugnete die königliche Familie ihren jüngsten Sohn?
Während sein Bruder und seine Schwestern Titel und Ehrungen anhäuften, ging der junge Amenophis leer aus. Wenn sich der Hofstaat in die Tempel begab, um den Göttern Opfer zu bringen, blieb er im Palast zurück. Sogar der Gott Amun wollte von dem Jungen nichts wissen. Doch wer in Theben vom religiösen Leben ausgeschlossen war, konnte am Leben schlechthin nicht teilnehmen. Hier drehte sich alles um die Tempel und ihre unzähligen Priester. Stolz hielten die Pharaonen an den Tempelwänden der Stadt fest, wie viel Gold, Silber, Vieh und Land sie den Göttern geschenkt hatten. In einem einzigen Jahr hatte ein Pharao dem Amun-Tempel 113 Pfund Gold, 2000 Pfund Silber, 5000 Pfund Kupfer, 25.000 Krüge Wein, ungezählte Laibe Brot, 300 Maßeinheiten feinen Tuchs und 12.000 Morgen Land geschenkt. Noch huldigte ganz Theben hinter diesen Mauern dem Gott Amun. Doch bald sollten andere Zeiten anbrechen. An zweiter Stelle der höfischen Rangordnung stand Theje, Amenophis große königliche Gemahlin. Zeitgenössische Darstellungen zeigen Theje nicht immer idealisiert, sondern manchmal auch mit den individuellen Zügen einer starken Persönlichkeit. Ihre Ambitionen schienen sich vor allem auf ihren jüngeren Sohn Amenophis zu richten, der sich später Echnaton nennen sollte. Theje wollte ihn zum Pharao von Ägypten machen. What Queen Theje wanted was for her son Akhenaten to be Pharaoh of Egypt. Als Echnatons älterer Bruder Thutmosis starb, gab es noch andere Bewerber auf den Thron, darunter mehrere Söhne von Nebenfrauen des Pharaos. Und trotzdem wurde das hässliche Entlein, der Sohn der Königin, König. Eine Mutter, die ihrem Sohn zu einer Karriere verhilft, eigentlich eine normale Geschichte. Im Fall des jungen Echnaton allerdings mit weitreichenden Konsequenzen. Von Amenophis III. Könnte eine Erklärung dafür liefern, weshalb sein Sohn Echnaton Pharao wurde. Als Amenophis nach 38 Regierungsjahren starb, war er erst 50 Jahre alt. Seine Mumie zeigt jedoch einen kranken alten Mann mit schlechten Zähnen. Der Zustand seines Gebisses dürfte dem Pharao solche Schmerzen verursacht haben, dass er seine Staatsgeschäfte in den letzten Lebensjahren wohl kaum mehr selbst hatte ausüben können. Amenophis III. Litt, genauso wie viele seiner Untertanen, an den Folgen der ägyptischen Ernährung. Im alten Ägypten wurde alles Getreide mit Stein gemahlen. Ein Leben lang nahmen die Menschen entlang des Nils also mit ihrem Brot Sand und Staub zu sich. Die Zähne wurden dadurch bis auf die Wurzeln abgeschliffen. So weit entwickelt die Kultur der Ägypter sein mochte, von Zahnheilkunde wussten sie nicht. Amenophis III. Dürfte versucht haben, seine Schmerzen so gut es ging zu lindern. Wein mag ihm dabei geholfen haben, vielleicht auch Opium. Wenn der Pharao nicht in der Verfassung war, Entscheidungen zu treffen, könnte es für die energische Königin ein leichtes gewesen sein, ihren halbwüchsigen Sohn zum Kronprinzen zu machen. Durch seine ambitionierte Mutter an die Spitze gedrängt, wurde der einst ausgestoßene Junge schließlich Herrscher über Ägypten. Doch was für eine Art von Pharao würde der seltsame 18-Jährige abgeben? Anfangs schien der junge König noch die Politik seiner Vorgänger fortführen zu wollen. Doch spätestens als er begann, in Karnak, dem religiösen Herzen Thebens, seinen eigenen Tempel zu bauen, wussten die Ägypter, dass Echnaton ganz eigene Ideen hatte. Der junge Herrscher begründete eine vollkommen neue Kunstrichtung, die den Zeitgenossen höchst seltsam erschienen sein muss. Der König wurde hier mit langen Zehen und breiten Hüften dargestellt, mit langen, dünnen Fingern, hängendem Bauch und einem länglichen Gesicht.
Noch nie war Vergleichbares in einem ägyptischen Tempel zu sehen gewesen. Monumentale Bildnisse des Pharaos, die vor dem Tempel standen, hoben die befremdlichen Züge noch stärker hervor. Und es gab noch weitere Neuerungen. Die Wände des Tempels machten deutlich, welchem Gott der junge Pharao hier huldigen wollte. Aton, dem Sonnengott, dargestellt als Sonnenscheibe, deren Strahlen in lebensspendende Hände fließen. Noch gab es an anderer Stelle Tempel zu Ehren Amuns und der übrigen ägyptischen Götter, doch letztlich sollte nur Aton bleiben. Nur ihn wollte Echnaton ehren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sollte es nur einen Gott geben. Das Volk von Ägypten sollte vergessen, woran es seit 2000 Jahren geglaubt hatte. Ich habe mich oft gefragt, warum Echnaton alles veränderte. Er war nun König von Ägypten. Warum an allem rütteln? Die einzige Erklärung könnte tatsächlich sein, dass er als Kind benachteiligt und abgelehnt worden war. Eine Art Aschenputtel also, das zu Hause bleiben muss, während seine Geschwister zu den großen religiösen Festen gehen. Echnaton wären dann wirklich großartige Schauspiele versagt geblieben. Bei diesen nächtlichen Feiern sangen kahlrasierte Priester ihre Gebete, um die Götter Ägyptens zu besänftigen. Ich bin der Vater der Väter, die Mutter der Mütter und der Stier der sieben Himmelsarten. Ich öffne meinen Mund, um mitten in die Stille zu sprechen. Ich sorge dafür, dass die Menschen einen Pfad haben, den sie verfolgen. Auch wenn es zutreffen sollte, dass Echnaton diese wunderbaren Zeremonien vorenthalten worden waren, so gab es für ihn doch ein Happy End. Echnaton wurde König von Ägypten und konnte mit seiner Macht jetzt alles erreichen. Er verstieß die Götter Thebens, die nie seine Götter gewesen waren, und schuf sich seinen eigenen Gott, Aton. Und dann nahm er seine Religion und seinen neuen Gott und verließ Theben und die Leiden seiner Kindheit. Er wollte einen Neubeginn. Dafür brauchte er nur noch einen geeigneten Ort. Im fünften Jahr seiner Herrschaft wurde Echnaton fündig. Eines Morgens, als der Pharao etwa 300 Kilometer nördlich von Theben ein trostloses Stück Wüste durchquerte, ging die Sonne am Horizont auf. Sie schien über einer Senke im Bergrücken zu stehen, ohne weiterzuziehen. Die in der Bergsenke verweilende Sonne war die Hieroglyphe für Horizont. Der Horizont wiederum stand für Anfang und Ende. Das war das Zeichen, auf das Echnaton gewartet hatte, um seine Vision zu verwirklichen. Aton selbst hatte ihm gesagt, wo er seine Stadt bauen sollte. Er würde sie Achetaton nennen, der Horizont des Aton. Rund um die Stadt ließ Echnaton 14 Grenzpunkte setzen, die das Stadtgebiet markieren sollten. Auf ihnen verkündete er, dass der Sonnengott Aton selbst ihm befohlen hatte, auf diesem unberührten Boden, der keinen Göttern und keinen Göttinnen gehört, seine Stadt zu bauen. Schon bald nach der morgendlichen Offenbarung in der Wüste zog Echnaton mit seinen Anhängern von Theben in den Norden, um seine Stadt zu gründen, Achetaton, das heutige Amarna. Künftig sollte neben Echnaton kein anderer Mittler mehr zwischen dem Volk und dem einzigen Gott stehen. Schon vor seiner Thronbesteigung war Echnaton mit Nofretete verheiratet worden, einer der schönsten Frauen des alten Ägypten.
Er hatte jetzt eine eigene Familie, zwei Töchter waren schon geboren, vier weitere sollten folgen. Der einstige Außenseiter hatte es weit gebracht. In Echnatons neu gegründeter Stadt dürfte Hochstimmung geherrscht haben. Schließlich war man Wegbereiter einer neuen Religion. Erst mit dem Entstehen des Christentums sollte es ein vergleichbares Gefühl noch einmal geben. Echnaton hatte diesen Wendepunkt der Geschichte vorweggenommen. Das übrige Ägypten allerdings konnte die Euphorie des Pharaos nicht ausnahmslos teilen. Die bislang so mächtigen Priester in Theben mussten sich jetzt fragen, was schon im Diesseits aus ihnen werden würde. Wenn es nur einen Gott gibt, nämlich Aton, was geschieht mit den riesigen Tempelanlagen des Amun in Theben? Wenn der Pharao nicht mehr an die anderen Götter glaubt, was passiert dann mit den tausenden Priestern? Schon zur Wahrung ihrer eigenen Interessen konnte die mächtige Priesterschaft von Theben Echnatons Neuerung nicht gutheißen. Der rebellische Pharao wollte ihre Götter auslöschen und hatte dem religiösen Zentrum des Landes den Rücken gekehrt. Die üppigen königlichen Weihegaben gehörten jetzt ebenso der Vergangenheit an wie die Sklaven, die an die Tempel verteilt wurden. Die Schätze Ägyptens wurden aus den alten Städten fortgebracht, um damit die neue Stadt in der Wüste zu bauen. Doch nicht nur den Priestern brachte die neue Religion wenig Erfreuliches. Ganze Handwerksstände waren von der alten Religion abhängig. Die Ägypter hatten immer Amulette getragen, kleine Darstellungen der Götter, die ihnen beistanden. Das war jetzt vorbei. Die Skarabäusschnitzer, die Schmuckstücke in Form des Glückskäfers mit Götterbildern und dem Namen des Pharaos versahen, waren plötzlich nicht mehr gefragt. Dasselbe Schicksal widerfuhr den Holzschnitzern, die bislang Götterstatuen für ägyptische Häuser gefertigt hatten. In seiner Begeisterung für Aton ging Echnaton sogar noch weiter. Er ließ nicht nur die Namen der alten Götter von den Denkmälern entfernen, er mischte sich sogar in das Weiterleben der Ägypter nach dem Tode ein. This is the Book of the Dead. Dies ist das Totenbuch der Ägypter. Schauen Sie hier. Hier ist der Verstorbene. Er hält sein eigenes Herz in den Händen. Für die Ägypter war das Herz sehr wichtig. Sie glaubten, dass sie damit dachten. Für diese Vorstellung hatten sie eine sehr einleuchtende Erklärung. Wenn man aufgeregt ist, schlägt schließlich das Herz schneller, nicht das Gehirn. Und sehen Sie hier. Diese vier Götter schützen die inneren Organe des Verstorbenen. Die Ägypter glaubten, dass ihr Körper buchstäblich auferstehen und in die andere Welt übergehen würde. Deshalb musste man einen kompletten Körper haben, inklusive aller inneren Organe. Und die Reise in die andere Welt, sie würde in einem Boot stattfinden. Am Ende des Totenbuchs der Ägypter findet man sogar magische Ruder für die Reise. In gewisser Weise war dies eine Wegbeschreibung zur anderen Welt. Echnaton hielt von diesen Landkarten jedoch nicht viel. Vor Echnaton zeigten die ägyptischen Gräber eine jenseitige Welt, die fast so aussah wie die diesseitige. Der Verstorbene arbeitet noch immer auf dem Feld und trotzdem ist alles etwas besser. Die Leinenkleider sind weißer und schöner und niemand ermüdet durch die Arbeit. Auch diese Vorstellung machte Echnaton zunichte. In Amarna zeigen die Mauern der Gräber von jetzt an nicht mehr den Verstorbenen in der anderen Welt. Sie zeigen Echnaton und die königliche Familie, oft wie sie Aton verehren. In dieser Welt der Toten scheint sich alles um den Pharao zu drehen. Vor Echnaton hatte sich die ägyptische Kunst jahrhundertelang kaum entwickelt. Hier gab es keine wechselnden Stile und Richtungen. Kunst wurde für die Ewigkeit geschaffen.
Das Bildnis eines Pharaos von 2500 vor Christus unterscheidet sich nicht wesentlich von einer Statue, die 2000 Jahre später entstand. Nun sollte alles anders werden. Die Darstellung von idealisierten Körpern wurde durch eine realistische Abbildung ersetzt. Nicht einmal die schöne Nofretete wurde von der neuen Politik der Wahrheit verschont. Ihre Kalksteinbüste gilt als Symbol menschlichen Ebenmaßes. Doch als die Königin älter wurde, stellten die Künstler auch sie mit schlechter Haltung und schlaffem Körper dar. Die gesamte königliche Familie wurde mit länglichen Kopfformen dargestellt. Zum ersten Mal in der Geschichte der ägyptischen Kunst konnten die Künstler nun Gefühle ausdrücken. Sie besaßen eine nie gekannte künstlerische Freiheit. Selbst die Familie des Pharaos durfte nun in Situationen gezeigt werden, die keine Rücksicht auf die Traditionen nahmen. Fast intime Familienszenen konnten entstehen. Sie zeigen den König zärtlich, liebevoll oder bei banalen Beschäftigungen. Bislang war das Privatleben eines Pharaos für die Kunst tabu gewesen. Nun musste nichts mehr verheimlicht werden. Während seiner Jugend in Theben war Echnaton nie mit seiner Familie dargestellt, nie auf Monumenten verewigt worden. Hier, in seiner eigenen Stadt, versteckte er sich nicht. Die Macht seines Amtes erlaubte es ihm zum ersten Mal, er selbst zu sein. Nach dem Ende der Bauarbeiten bot Amarna eine glanzvolle Kulisse für Echnatons Herrschaft. Mit ihren Straßen, Plätzen, Gärten und Vororten erstreckte die Stadt sich über die ganze Ebene. Paläste waren mit wehenden Fahnen und Statuen des Pharaos geschmückt. Tempel, Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude reihten sich entlang der breiten Hauptstraße, die zu den prachtvollsten Straßen der antiken Welt zählte. Hier hatte der einst ungeliebte Junge als mächtiger König sein eigenes Reich geschaffen. Eine Brücke über dieser Straße verband Tempelbezirk und Regierungspalast mit dem Wohnhaus des Pharaos. Hier könnten sich Echnaton und Nofretete in einem Erscheinungsfenster ihren Untertanen gezeigt und sie mit Goldstücken für ihre Treue belohnt haben. In den besten Jahren lebten wohl 50 bis 100.000 Einwohner in Amarna, Schiffer und Schreiber, Händler, Künstler und Priester mit ihren Familien. Die meisten von ihnen dürften die Euphorie und Erregung des verheißungsvollen Neuanfangs verspürt haben. Außenstehende waren von Echnatons Vorstellungen dagegen häufig befremdet. Ausländische Gesandte litten unter der Sitte, feierliche Versammlungen in der prallen Sonne abzuhalten. Der König von Assyrien fragte: Warum werden meine Boten angehalten, in der Sonne zu stehen? Sie werden in der Hitze sterben. Wenn es dem König gut tut, in der Sonne zu stehen, soll er dort stehen und unter der Sonne sterben. Die Sonne bestimmte das Leben der Menschen, nicht nur als religiöses Abbild, sondern auch im Alltag unter freiem Himmel. Hier ist das alles geschehen. Echnaton ging tatsächlich über diese Straße und einer seiner Anhänger lebte in diesem Haus. Vielleicht belohnte Echnaton ihn mit Geschenken aus Gold. Seine Getreuen sollten glücklich sein. Mich erinnert Echnaton immer an ein Blumenkind der 60er Jahre. Er wollte, dass jeder glücklich und alles schön ist und jeder jeden liebt.
Aber leider funktioniert die Welt nicht auf diese Weise. Echnaton war zu lange isoliert gewesen. Er verstand die Menschen nicht. Er schuf eine schöne, idealistische Religion, die ihrer Zeit weit voraus war und die Menschen überforderte. Die Ägypter brauchten offenbar Götter, deren Abbilder in Stein gemeißelt waren. Götter mit schönen männlichen und weiblichen Körpern und Tierköpfen. Echnatons Gott Aton war eine Abstraktion. Er war die Grundlage des Universums, Licht. Doch Echnatons Untergebene konnten das nicht verstehen. Dieser Gott war ihnen zu wenig greifbar, um sich in Zeiten der Not auf ihn verlassen zu können. Außerdem hatte sich die Rolle des Pharaos in seiner neu gestifteten Religion in seltsamer Weise verändert. Atons Glanz war dem König vorbehalten. Nur er hatte einen direkten Zugang zu dem Gott des Lichts. Es gibt keinen anderen, der dich kennt, hatte Echnaton bestimmt. Seine Untertanen mussten nun der Dreifaltigkeit von Aton, Echnaton und Nofretete huldigen. Nur der Pharao und seine Frau standen in direktem Kontakt zu dem Gott. Das Volk musste sich mit dem göttlichen Glanz zufrieden geben, der von Echnaton ausging. Nie zuvor hatte die Religion in Ägypten so extrem zwischen Herrscher und Volk unterschieden. In der heiligen Stadt war Echnaton weit entfernt von den Leiden seiner Kindheit und ebenso weit entfernt von der politischen Realität. Es scheint, als habe er in seinem Paradies erst spät bemerkt, dass Ägypten an Macht verlor. Fast 15 Jahre lang lebte Echnaton mit seiner Religion und seinem Gott in Amarna. Draußen im Land war die Zeit des Überflusses inzwischen zu Ende, innen wie außenpolitisch die Lage angespannt. Ägyptens einst große Armee hatte an Einfluss verloren. Fremde Länder zollten keinen Tribut mehr und die Hilferufe von entfernten Außenposten in Syrien und im Libanon verhallten ungehört. Ägyptens Vormachtstellung im Nahen Osten war gefährdet. Doch Echnaton hatte Probleme im eigenen Land. Fernab von Krisen und Bedrohung dürfte Echnaton in seiner neuen Stadt mit seinem neuen Gott und seiner Familie noch glücklich gewesen sein. Im 13. Jahr seiner Herrschaft starb allerdings Nofretetes Tochter Maketaton. Auch Echnatons Nebenfrau Kia war gestorben. Seit seiner Kindheit und dem bestimmenden Einfluss seiner mächtigen Mutter, Königin Thehe, war Echnaton von starken Frauen umgeben gewesen. Manche Ägyptologen gehen davon aus, dass auch seine Frau und Weggefährtin Nofretete, die seine Träume mit ihm geteilt hatte, zu dieser Zeit starb. Sie war für Echnaton noch bedeutender als seine Nebenfrau Kia, für die er einen eigenen Tempel errichtet hatte. Sollten zu jener Zeit tatsächlich beide Frauen gestorben sein, wäre Echnaton in seinen letzten Lebensjahren beinahe so einsam gewesen wie in seiner Kindheit. Der Pharao starb im 17. Jahr seiner Regentschaft nicht einmal 40-jährig. Bis heute gibt Echnaton der Wissenschaft viele Rätsel auf. Schon sein Äußeres, die Frage, wie der Pharao tatsächlich ausgesehen hat, liegt im Verborgenen. Gewissheit kann wohl nur mit Hilfe seiner Mumie erlangt werden. Anfang unseres Jahrhunderts glaubten einige Archäologen, die sterblichen Überreste des Rebells von Amarna gefunden zu haben. Hier im Tal der Könige, wo die Pharaonen sich bestatten ließen, wurde 1907 eine Mumie entdeckt, die bis heute für erbitterte Kontroversen sorgt. Amerikanische Forscher waren auf ein Grab gestoßen, das bald als Grab 55 bekannt wurde. Zweifelsfrei stammte die Ausstattung aus der Amarna-Periode. Eindeutig war auch, dass das Grab nie fertiggestellt wurde. Hier hatte ein hastig vorgenommenes Begräbnis stattgefunden. Vergoldete Paneele lagen auf dem Boden und lehnten an den Wänden. Jemand hatte nachträglich das Abbild Echnatons, der die Sonnenscheibe verehrt, entfernt. Auch der Name von Königin Thehe wurde beseitigt.
In einer Nische standen vier Alabasterkrüge mit den inneren Organen der Mumie. Auf dem Boden fanden die Forscher seinen schwer beschädigten, doch immer noch prachtvollen Sarg, der ganz von Intarsienarbeiten und Halbedelsteinen bedeckt war. Auch vom Sarg waren die Kartuschen mit dem Namen des Toten herausgeschnitten worden. Alle Teilnehmer der Expedition glaubten sicher, dass die Mumie im Sarg identifiziert werden könnte, sobald der Deckel entfernt und die Inschriften auf den Bandagen untersucht würden. Am Tag der Enthüllung hatten alle Anwesenden das Gefühl, einem historisch bedeutsamen Augenblick beizuwohnen. Sie wären seit mehr als 3000 Jahren die Ersten, die in das Gesicht dieses Königs oder dieser Königin blicken würden. Als der Deckel vom Sarg genommen wurde, sahen die Umstehenden eine Mumie, die völlig mit Blattgold überzogen war. Doch als sie anfingen, diese Mumie zu enthüllen, geschah etwas wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Kaum hatte man die Mumie berührt, zerfiel sie zu Staub. Den Archäologen blieb nichts als ein Häuflein Knochen auf dem Boden des Sarges. Aber neben dem Skelett lag ein letztes Stück Blattgold, das den Namen Echnatons zu tragen schien. Das Becken des Leichnams war so breit wie ein weibliches. Doch hatten die Statuen Echnaton nicht immer mit breitem Becken gezeigt? Auch das längliche Gesicht ähnelte Echnaton. Alles schien so perfekt zu passen, dass einige der Anwesenden völlig überzeugt waren, die Mumie Echnatons gefunden zu haben. Eine Antwort darauf gibt es noch immer nicht, da es bis heute unmöglich war, die Mumie aus Grab 55 zu identifizieren. Nur die Frage, weshalb Echnaton und seine Familie als fast missgestaltet dargestellt wurden, lässt sich jetzt vielleicht klären. Man nimmt an, dass sie eventuell an einer erblichen Störung des Bindegewebeaufbaus litten, genannt Marfan-Syndrom. Unter dieser Krankheit könnte auch Abraham Lincoln gelitten haben. Zu den Symptomen gehören längliche Gesichtsform, hervorstehendes Kinn, lange Finger und Zehen und ungewöhnliche Augen. Sollte Echnaton unter dieser genetischen Störung gelitten haben, ständen die Chancen 50-50, dass seine Töchter die Krankheit von ihm geerbt hatten. Heute beschäftigt sich eine ganze Arbeitsgruppe am New York Hospital mit der Erforschung des Marfan-Syndroms. Dr. Jessica Davis zählt zu den führenden amerikanischen Experten. Das ist unser Patient. Ja, ich erkenne sehr wohl sein Profil. Würden Sie, wenn dieser Mann hierher käme, Anzeichen des Marfan-Syndroms sehen? Das deutlichste Anzeichen wäre sicherlich die sehr längliche und schmale Gesichtsform. Trotzdem ist dies ein schöner Mensch. Das wären zwei Aspekte, die mich interessieren würden. Dies ist ein Mensch, der gleichmäßige Gesichtszüge, dabei aber ein langes, schmales Gesicht hat. Die Diagnose könnte allerdings nicht anhand des Gesichts allein gestellt werden. Doch grundsätzlich kann man sagen, dass Menschen, die am Marfan-Syndrom leiden, normale Gesichtszüge haben, doch irgendwie gotischer oder klassischer aussehen. Typisch für die Kunst jener Zeit sind übertrieben lange, schmale Hände. Diese Hand wirkt doch schon unnatürlich. Gibt es Vergleichbares auch beim Marfan-Syndrom? Diese sehr schlanken Gliedmaßen lassen durchaus auf eine Krankheit des Bindegewebes schließen. Man sieht sogar, dass dieses Glied leicht verschoben ist. Das sieht sehr beweglich aus. Hier nun ein Fuß. Auch dies sind sehr schmale Gliedmaßen, die, wie schon der Arm und die Hand, durchaus Rückschlüsse zulassen. Der Fuß ist sehr schmal, elegant, und die Zehen sind sehr lang. Auch das könnte bei der klinischen Diagnose eines Marfan-Syndroms von Bedeutung sein. Ja, das deutet darauf hin. Given the face,
Würden Sie angesichts dieser Hände, der Füße, des Körperbaus und der Knochenstruktur das Marfan-Syndrom diagnostizieren wollen? Und vielleicht ein Echokardiogramm anfertigen? Ja, wahrscheinlich würde ich das tun. Dies ist eine faszinierende Geschichte. Die Theorie verdient, genauer untersucht zu werden. Dazu müsste man andere Familienmitglieder ansehen. Okay, so without more ado, Bob Breyer will speak to us. Dieses ärztliche Urteil scheint zwar die These von einer Erkrankung Echnatons am Marfan-Syndrom zu bestärken. Die Einschätzung von Menschen, die selbst unter dieser Krankheit leiden, ist aber vielleicht mindestens genauso aufschlussreich. Ich kleidete mich anders und unterstrich mein Anderssein, indem ich lange Capes trug. Wenn ich schon anders bin, dann seht mich wenigstens an, denn ich bin wirklich anders. Das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Das Unterstreichen des Andersseins. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand sich zurückzieht. Doch das Unterstreichen ähnelt ja fast Echnatons Verhalten. In der Kunst aus Amarna werden zum Beispiel die Hände extrem stilisiert. Dies ist Echnatons Hand. Ich habe eine Theorie, die ich vorstellen möchte. Und ich würde jetzt von Ihnen gerne wissen, ob sie Ihnen schlüssig erscheint. Meine Theorie ist, dass Echnaton als Kind vielleicht deshalb so in den Hintergrund gedrängt wurde, weil er anders aussah. Er hatte Geschwister, doch nur er taucht auf den Familienporträts nicht auf. Könnten Sie sich vorstellen, dass er als Kind benachteiligt wurde und dass er deshalb, als er dann König wurde, alles ablehnte und sagte, das ist nicht meine Religion, das ist nicht meine Stadt, das ist nicht meine Familie. Ich trenne mich von all dem und erschaffe alles neu. Ist das etwas, was Sie selbst erfahren haben? Oder erscheint es Ihnen im Zusammenhang mit Marfan plausibel? Dass die Familie ihn deshalb verstieß, ist durchaus denkbar. Ich habe das selbst erlebt. Das Aussehen ist im Leben etwas sehr Wichtiges. Und wenn man anders ist und die Menschen keinen Namen dafür finden können, dann ist das ein Problem. Ich habe sehr spät herausbekommen, was mit mir los ist. Und mein Vater will es bis heute nicht wahrhaben. Die ganze Familie reagiert so, als schämten sie sich. Auch in unserem Fall reagierte die Familie ablehnend, weil wir als Kinder ungewöhnlich aussahen. Aber wir sind nicht aus Herrscherhäusern. Man kann also schlecht sagen, was wir gemacht hätten. Wenn man jedoch sein ganzes Leben lang von Ablehnung umgeben ist, dann ist es sicher sehr nett, plötzlich zu sagen, Schluss damit, so bin ich und so sehe ich aus. Vielleicht hegte auch Echnaton ähnliche Gefühle. Trotzdem bleiben noch viele Rätsel ungeklärt und Fragen offen. Sogar im Tode rebellierte Echnaton gegen die Traditionen Ägyptens und lehnte die Orte ab, an denen seine Vorfahren begraben waren. Für sein Grab wählte er ein Tal in der Gegend von Amarna. Auf den ersten Blick sieht es fast aus wie das Tal der Könige, wo sein Vater bestattet wurde. In diesem Grab wurde der radikalste Denker des alten Ägyptens bestattet. Er hatte den Monotheismus, den Glauben an einen einzigen Gott, vorweggenommen, lange bevor die Ägypter in der Lage waren, Ideen wie diese zu akzeptieren. Schon bald nach seinem Tod verließen die Bewohner Amarna. Unfähig zu verstehen, was ihr Pharao gepredigt hatte, kehrten die Ägypter zu ihren vertrauten Göttern zurück. Echnaton wurde als Ketzer gebrandmarkt und sein Name von den Monumenten Ägyptens entfernt. Statt seiner wurde sein Sohn Tutanchamun in der Welt bekannt. Das kühne Experiment in der Wüste war gescheitert. Die Stadt Amarna versank im Sand. Kein anderer Pharao wurde von der Nachwelt so kontrovers diskutiert wie Echnaton. Die einen sehen seine Herrschaft als sonniges Paradies, die anderen als Epoche der Verfolgung Andersdenkender. Der Ägyptologe James Breasted schrieb über Echnaton: In einem weit entfernten Zeitalter und unter schwierigsten Voraussetzungen wurde er zum ersten Idealisten der Welt und zum ersten Individuum.
Vor 3000 Jahren empörte der rebellische Pharao die Einwohner des Niltales, weil er verkündete, dass es nur einen Gott gäbe. Weniger als 100 Jahre nach seinem Tod predigte Moses an den Gestaden des Nils den Israeliten den Monotheismus. Heute schallt es in Ägypten von allen Minaretten, dass es nur einen Gott gibt, Allah. Die Idee von einem einzigen Gott, einst der Glaube eines verfemten Ketzers, gilt heute längst für alle Moslems, Christen und Juden rund um die Welt. Das Unterstreichen des Andersseins. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand sich zurückzieht. Doch das Unterstreichen ähnelt ja fast Echnatons Verhalten. In der Kunst aus Amarna werden zum Beispiel die Hände extrem stilisiert. Dies ist Echnatons Hand. Ich habe eine Theorie, die ich vorstellen möchte. Und ich würde jetzt von Ihnen gerne wissen, ob sie Ihnen schlüssig erscheint. Meine Theorie ist, dass Echnaton als Kind vielleicht deshalb so in den Hintergrund gedrängt wurde, weil er anders aussah. Er hatte Geschwister, doch nur er taucht auf den Familienporträts nicht auf. Könnten Sie sich vorstellen, dass er als Kind benachteiligt wurde und dass er deshalb, als er dann König wurde, alles ablehnte und sagte, das ist nicht meine Religion, das ist nicht meine Stadt, das ist nicht meine Familie. Ich trenne mich von all dem und erschaffe alles neu. Ist das etwas, was Sie selbst erfahren haben? Oder erscheint es Ihnen im Zusammenhang mit Marfan plausibel? Dass die Familie ihn deshalb verstieß, ist durchaus denkbar. Ich habe das selbst erlebt. Das Aussehen ist im Leben etwas sehr Wichtiges. Und wenn man anders ist und die Menschen keinen Namen dafür finden können, dann ist das ein Problem. Ich habe sehr spät herausbekommen, was mit mir los ist. Und mein Vater will es bis heute nicht wahrhaben. Die ganze Familie reagiert so, als schämten sie sich. Auch in unserem Fall reagierte die Familie ablehnend, weil wir als Kinder ungewöhnlich aussahen. Aber wir sind nicht aus Herrscherhäusern. Man kann also schlecht sagen, was wir gemacht hätten. Wenn man jedoch sein ganzes Leben lang von Ablehnung umgeben ist, dann ist es sicher sehr nett, plötzlich zu sagen, Schluss damit, so bin ich und so sehe ich aus. Vielleicht hegte auch Echnaton ähnliche Gefühle. Trotzdem bleiben noch viele Rätsel ungeklärt und Fragen offen. Sogar im Tode rebellierte Echnaton gegen die Traditionen Ägyptens und lehnte die Orte ab, an denen seine Vorfahren begraben waren. Für sein Grab wählte er ein Tal in der Gegend von Amarna. Auf den ersten Blick sieht es fast aus wie das Tal der Könige, wo sein Vater bestattet wurde. In diesem Grab wurde der radikalste Denker des alten Ägyptens bestattet. Er hatte den Monotheismus, den Glauben an einen einzigen Gott, vorweggenommen. Nun musste nichts mehr verheimlicht werden. Während seiner Jugend in Theben war Echnaton nie mit seiner Familie dargestellt, nie auf Monumenten verewigt worden. Hier, in seiner eigenen Stadt, versteckte er sich nicht. Die Macht seines Amtes erlaubte es ihm zum ersten Mal, er selbst zu sein. Nach dem Ende der Bauarbeiten bot Amarna eine glanzvolle Kulisse für Echnatons Herrschaft. Mit ihren Straßen, Plätzen, Gärten und Vororten erstreckte die Stadt sich über die ganze Ebene.
Paläste waren mit wehenden Fahnen und Statuen des Pharaos geschmückt. Tempel, Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude reihten sich entlang der breiten Hauptstraße, die zu den prachtvollsten Straßen der antiken Welt zählte. Hier hatte der einst ungeliebte Junge als mächtiger König sein eigenes Reich geschaffen. Eine Brücke über dieser Straße verband Tempelbezirk und Regierungspalast mit dem Wohnhaus des Pharaos. Hier könnten sich Echnaton und Nofretete in einem Erscheinungsfenster ihren Untertanen gezeigt und sie mit Goldstücken für ihre Treue belohnt haben. In den besten Jahren lebten wohl 50 bis 100.000 Einwohner in Amarna. Schiffer und Schreiber, Händler, Künstler und Priester mit ihren Familien. Die meisten von ihnen dürften die Euphorie und Erregung des verheißungsvollen Neuanfangs verspürt haben. Außenstehende waren von Echnatons Vorstellungen dagegen häufig befremdet. Ausländische Gesandte litten unter der Sitte, feierliche Versammlungen in der prallen Sonne abzuhalten. Der König von Assyrien fragte: Warum werden meine Boten angehalten, in der Sonne zu stehen? Sie werden in der Hitze sterben. Wenn es dem König gut tut, in der Sonne zu stehen, soll er dort stehen und unter der Sonne sterben. Die Sonne bestimmte das Leben der Menschen, nicht nur als religiöses Abbild, sondern auch im Alltag unter freiem Himmel. Hier ist das alles geschehen. Echnaton ging tatsächlich über diese Straße und einer seiner Anhänger lebte in diesem Haus. Vielleicht belohnte Echnaton ihn mit Geschenken aus Gold. Seine Getreuen sollten glücklich sein. Mich erinnert Echnaton immer an ein Blumenkind der 60er Jahre. Er wollte, dass jeder glücklich und alles schön ist und jeder jeden liebt. Aber leider funktioniert die Welt nicht auf diese Weise. Echnaton war zu lange isoliert gewesen. Kleine Darstellungen der Götter, die ihnen beistanden. Das war jetzt vorbei. Die Skarabäus-Schnitzer, die Schmuckstücke in Form des Glückskäfers mit Götterbildern und dem Namen des Pharaos versahen, waren plötzlich nicht mehr gefragt. Dasselbe Schicksal widerfuhr den Holzschnitzern, die bislang Götterstatuen für ägyptische Häuser gefertigt hatten. In seiner Begeisterung für Aton ging Echnaton sogar noch weiter. Er ließ nicht nur die Namen der alten Götter von den Denkmälern entfernen, er mischte sich sogar in das Weiterleben der Ägypter nach dem Tode ein. This is the Book of the Dead. Dies ist das Totenbuch der Ägypter. Schauen Sie hier. Hier ist der Verstorbene. Er hält sein eigenes Herz in den Händen. Für die Ägypter war das Herz sehr wichtig. Sie glaubten, dass sie damit dachten. Für diese Vorstellung hatten sie eine sehr einleuchtende Erklärung. Wenn man aufgeregt ist, schlägt schließlich das Herz schneller, nicht das Gehirn. Und sehen Sie hier. Diese vier Götter schützen die inneren Organe des Verstorbenen. Die Ägypter glaubten, dass ihr Körper buchstäblich auferstehen und in die andere Welt übergehen würde. Deshalb musste man einen kompletten Körper haben, inklusive aller inneren Organe. Und die Reise in die andere Welt, sie würde in einem Boot stattfinden. Am Ende des Totenbuchs der Ägypter findet man sogar magische Ruder für die Reise. In gewisser Weise war dies eine Wegbeschreibung zur anderen Welt. Echnaton hielt von diesen Landkarten jedoch nicht viel. Vor Echnaton zeigten die ägyptischen Gräber eine jenseitige Welt, die fast so aussah wie die diesseitige. Der Verstorbene arbeitet noch immer auf dem Feld und trotzdem ist alles etwas besser. Die Leinenkleider sind weißer und schöner und niemand ermüdet durch die Arbeit. Auch diese Vorstellung machte Echnaton zunichte. In Amarna zeigen die Mauern der Gräber von jetzt an nicht mehr den Verstorbenen in der anderen Welt. Sie zeigen Echnaton und die königliche Familie, oft wie sie Aton verehren. In dieser Welt der Toten scheint sich alles um den Pharao zu drehen.
Vor Echnaton hatte sich die ägyptische Kunst jahrhundertelang kaum entwickelt. Hier gab es keine wechselnden Stile und Richtungen. Kunst wurde für die Ewigkeit geschaffen. Würden Sie, wenn dieser Mann hierher käme, Anzeichen des Marfan-Syndroms sehen? Das deutlichste Anzeichen wäre sicherlich die sehr längliche und schmale Gesichtsform. Trotzdem ist dies ein schöner Mensch. Das wären zwei Aspekte, die mich interessieren würden. Dies ist ein Mensch, der gleichmäßige Gesichtszüge, dabei aber ein langes, schmales Gesicht hat. Die Diagnose könnte allerdings nicht anhand des Gesichts allein gestellt werden. Doch grundsätzlich kann man sagen, dass Menschen, die am Marfan-Syndrom leiden, normale Gesichtszüge haben, doch irgendwie gotischer oder klassischer aussehen. Typisch für die Kunst jener Zeit sind übertrieben lange, schmale Hände. Diese Hand wirkt doch schon unnatürlich. Gibt es Vergleichbares auch beim Marfan-Syndrom? Diese sehr schlanken Gliedmaßen lassen durchaus auf eine Krankheit des Bindegewebes schließen. Man sieht sogar, dass dieses Glied leicht verschoben ist. Das sieht sehr beweglich aus. Hier nun ein Fuß. Auch dies sind sehr schmale Gliedmaßen, die, wie schon der Arm und die Hand, durchaus Rückschlüsse zulassen. Der Fuß ist sehr schmal, elegant, und die Zehen sind sehr lang. Auch das könnte bei der klinischen Diagnose eines Marfan-Syndroms von Bedeutung sein. Ja, das deutet darauf hin. Würden Sie angesichts dieser Hände, der Füße, des Körperbaus und der Knochenstruktur das Marfan-Syndrom diagnostizieren wollen? Und vielleicht ein Echokardiogramm anfertigen? Ja, wahrscheinlich würde ich das tun. Dies ist eine faszinierende Geschichte. Die Theorie verdient, genauer untersucht zu werden. Dazu müsste man andere Familienmitglieder ansehen. Okay, so without more ado, Bob Breyer will speak to us. Dieses ärztliche Urteil scheint zwar die These von einer Erkrankung Echnatons am Marfan-Syndrom zu bestärken. Die Einschätzung von Menschen, die selbst unter dieser Krankheit leiden, ist aber vielleicht mindestens genauso aufschlussreich. Ich kleidete mich anders und unterstrich mein Anderssein, indem ich lange Capes trug. Wenn ich schon anders bin, dann seht mich wenigstens an, denn ich bin wirklich anders. Das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Das Unterstreichen des Andersseins. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand sich zurückzieht. Doch das Unterstreichen ähnelt ja fast Echnatons Verhalten. In der Kunst aus Amarna werden zum Beispiel die Hände extrem stilisiert. Dies ist Echnatons Hand. Berührten Boden, der keinen Göttern und keinen Göttinnen gehört, seine Stadt zu bauen. Schon bald nach der morgendlichen Offenbarung in der Wüste zog Echnaton mit seinen Anhängern von Theben in den Norden, um seine Stadt zu gründen, Archetaton, das heutige Amarna. Künftig sollte neben Echnaton kein anderer Mittler mehr zwischen dem Volk und dem einzigen Gott stehen. Schon vor seiner Thronbesteigung war Echnaton mit Nofretete verheiratet worden, einer der schönsten Frauen des alten Ägypten. Er hatte jetzt eine eigene Familie, zwei Töchter waren schon geboren, vier weitere sollten folgen. Der einstige Außenseiter hatte es weit gebracht. In Echnatons neu gegründeter Stadt dürfte Hochstimmung geherrscht haben. Schließlich war man Wegbereiter einer neuen Religion. Erst mit dem Entstehen des Christentums sollte es ein vergleichbares Gefühl noch einmal geben. Echnaton hatte diesen Wendepunkt der Geschichte vorweggenommen. Das übrige Ägypten allerdings konnte die Euphorie des Pharaos nicht ausnahmslos teilen. Die bislang so mächtigen Priester in Theben mussten sich jetzt fragen, was schon im Diesseits aus ihnen werden würde. Wenn es nur einen Gott gibt, nämlich Aton, was geschieht mit den riesigen Tempelanlagen des Amun in Theben? Wenn der Pharao nicht mehr an die anderen Götter glaubt, was passiert dann mit den tausenden Priestern?
Schon zur Wahrung ihrer eigenen Interessen konnte die mächtige Priesterschaft von Theben Echnatons Neuerung nicht gutheißen. Der rebellische Pharao wollte ihre Götter auslöschen und hatte dem religiösen Zentrum des Landes den Rücken gekehrt. Die üppigen königlichen Weihegaben gehörten jetzt ebenso der Vergangenheit an wie die Sklaven, die an die Tempel verteilt wurden. Die Schätze Ägyptens wurden aus den alten Städten fortgebracht, um damit die neue Stadt in der Wüste zu bauen. Doch nicht nur den Priestern brachte die neue Religion wenig Erfreuliches. Ganze Handwerksstände waren von der alten Religion abhängig. Die Ägypter hatten immer Amulette getragen, kleine Darstellungen der Götter, die ihnen beistanden. Das war jetzt vorbei. Die Skarabäusschnitzer, die Schmuckstücke in Form des Glückskäfers mit Götterbildern und dem Namen des Pharaos versahen, waren plötzlich nicht mehr gefragt. Dasselbe Schicksal widerfuhr den Holzschnitzern, die bislang Götterstatuen für ägyptische Häuser gefertigt hatten. In seiner Begeisterung für Aton ging Echnaton sogar noch weiter. Die gesamte königliche Familie wurde mit länglichen Kopfformen dargestellt. Zum ersten Mal in der Geschichte der ägyptischen Kunst konnten die Künstler nun Gefühle ausdrücken. Sie besaßen eine nie gekannte künstlerische Freiheit. Selbst die Familie des Pharaos durfte nun in Situationen gezeigt werden, die keine Rücksicht auf die Traditionen nahmen. Fast intime Familienszenen konnten entstehen. Sie zeigen den König zärtlich, liebevoll oder bei banalen Beschäftigungen. Bislang war das Privatleben eines Pharaos für die Kunst tabu gewesen. Nun musste nichts mehr verheimlicht werden. Während seiner Jugend in Theben war Echnaton nie mit seiner Familie dargestellt, nie auf Monumenten verewigt worden. Hier, in seiner eigenen Stadt, versteckte er sich nicht. Die Macht seines Amtes erlaubte es ihm zum ersten Mal, er selbst zu sein. Nach dem Ende der Bauarbeiten bot Amarna eine glanzvolle Kulisse für Echnatons Herrschaft. Mit ihren Straßen, Plätzen, Gärten und Vororten erstreckte die Stadt sich über die ganze Ebene. Paläste waren mit wehenden Fahnen und Statuen des Pharaos geschmückt. Tempel, Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude reihten sich entlang der breiten Hauptstraße, die zu den prachtvollsten Straßen der antiken Welt zählte. Hier hatte der einst ungeliebte Junge als mächtiger König sein eigenes Reich geschaffen. Eine Brücke über dieser Straße verband Tempelbezirk und Regierungspalast mit dem Wohnhaus des Pharaos. Hier könnten sich Echnaton und Nofretete in einem Erscheinungsfenster ihren Untertanen gezeigt und sie mit Goldstücken für ihre Treue belohnt haben. In den besten Jahren lebten wohl 50 bis 100.000 Einwohner in Amarna. Schiffer und Schreiber, Händler, Künstler und Priester mit ihren Familien. Die meisten von ihnen dürften die Euphorie und Erregung des verheißungsvollen Neuanfangs verspürt haben. Außenstehende waren von Echnatons Vorstellungen dagegen häufig befremdet. Ausländische Gesandte litten unter der Sitte feierliche Versammlungen von dem Gott Amun. Doch bald sollten andere Zeiten anbrechen. An zweiter Stelle der höfischen Rangordnung stand Theje, Amenophis' große königliche Gemahlin. Zeitgenössische Darstellungen zeigen Theje nicht immer idealisiert, sondern manchmal auch mit den individuellen Zügen einer starken Persönlichkeit. Ihre Ambitionen schienen sich vor allem auf ihren jüngeren Sohn Amenophis zu richten, der sich später Echnaton nennen sollte. Theje wollte ihn zum Pharao von Ägypten machen. What Queen Theje wanted was for her son Akhenaten to be Pharaoh of Egypt.
Als Echnatons älterer Bruder Thutmosis starb, gab es noch andere Bewerber auf den Thron, darunter mehrere Söhne von Nebenfrauen des Pharaos. Und trotzdem wurde das hässliche Entlein, der Sohn der Königin, König. Eine Mutter, die ihrem Sohn zu einer Karriere verhilft, eigentlich eine normale Geschichte. Im Fall des jungen Echnaton allerdings mit weitreichenden Konsequenzen. Von Amenophis III. Könnte eine Erklärung dafür liefern, weshalb sein Sohn Echnaton Pharao wurde. Als Amenophis nach 38 Regierungsjahren starb, war er erst 50 Jahre alt. Seine Mumie zeigt jedoch einen kranken alten Mann mit schlechten Zähnen. Der Zustand seines Gebisses dürfte dem Pharao solche Schmerzen verursacht haben, dass er seine Staatsgeschäfte in den letzten Lebensjahren wohl kaum mehr selbst hatte ausüben können. Amenophis III. Litt, genauso wie viele seiner Untertanen, an den Folgen der ägyptischen Ernährung. Im alten Ägypten wurde alles Getreide mit Stein gemahlen. Ein Leben lang nahmen die Menschen entlang des Nils also mit ihrem Brot Sand und Staub zu sich. Die Zähne wurden dadurch bis auf die Wurzeln abgeschliffen. So weit entwickelt die Kultur der Ägypter sein mochte, von Zahnheilkunde wussten sie nicht. Amenophis III. Dürfte versucht haben, seine Schmerzen so gut es ging zu lindern. Wein mag ihm dabei geholfen haben, vielleicht auch Opium. Wenn der Pharao nicht in der Verfassung war, Entscheidungen zu treffen, könnte es für die energische Königin ein leichtes gewesen sein, ihren halbwüchsigen Sohn zum Kronprinzen zu machen. Durch seine ambitionierte Mutter an die Spitze gedrängt, wurde der einst ausgestoßene Junge schließlich Herrscher über Ägypten. Doch was für eine Art von Pharao würde der seltsame 18-Jährige abgeben? Getreide, Öl, Tuch und Wein. Tausende Priester dienten hier den Göttern. In den vergangenen 600 Jahren hatte jeder neue Herrscher sich hier immer prächtigere Denkmäler errichtet. Doch Amenophis III. Übertraf sie alle. Sein Memnoneion war Kultstätte und Totentempel zugleich. Heute könnten nur noch die Memnons Kolosse von dem einst größten Tempel Ägyptens. Als diese gewaltigen Abbilder des Königs gefertigt wurden, ahnte noch niemand, dass schon bald eine Revolution die Grundfesten des Reiches erschüttern würde. Das ist Amenophis III. Und seine Frau, Königin Thehe. Sie schenkte dem Pharao 6 Kinder. Interessant ist, wie diese Kinder behandelt wurden. 4 der 6 Kinder waren Töchter. Dieses Familienporträt zeigt eine von ihnen. Alle Töchter wurden mit wichtigen Titeln bedacht. Von den 2 Söhnen hieß der ältere Thutmosis. Er wurde später Hohepriester von Memphis. Der jüngere Sohn wurde nach seinem Vater Amenophis genannt. Er ist aber weder hier noch auf irgendeinem anderen königlichen Porträt zu sehen und fehlt selbst in den Aufzeichnungen der Familie. Doch weshalb verleugnete die königliche Familie ihren jüngsten Sohn? Während sein Bruder und seine Schwestern Titel und Ehrungen anhäuften, ging der junge Amenophis leer aus. Wenn sich der Hofstaat in die Tempel begab, um den Göttern Opfer zu bringen, blieb er im Palast zurück. Sogar der Gott Amun wollte von dem Jungen nichts wissen. Doch wer in Theben vom religiösen Leben ausgeschlossen war, konnte am Leben schlechthin nicht teilnehmen. Hier drehte sich alles um die Tempel und ihre unzähligen Priester. Stolz hielten die Pharaonen an den Tempelwänden der Stadt fest, wie viel Gold, Silber, Vieh und Land sie den Göttern geschenkt hatten.
In einem einzigen Jahr hatte ein Pharao dem Amun-Tempel 113 Pfund Gold, 2000 Pfund Silber, 5000 Pfund Kupfer, 25.000 Krüge Wein, ungezählte Laibe Brot, 300 Maßeinheiten feinen Tuchs und 12.000 Morgen Land geschenkt. Noch huldigte ganz Theben hinter diesen Mauern dem Gott Amun. Doch bald sollten andere Zeiten anbrechen. An zweiter Stelle der höfischen Rangordnung stand Theje, Amenophis. Die in der Bergsenke verweilende Sonne war die Hieroglyphe für Horizont. Der Horizont wiederum stand für Anfang und Ende. Das war das Zeichen, auf das Echnaton gewartet hatte, um seine Vision zu verwirklichen. Aton selbst hatte ihm gesagt, wo er seine Stadt bauen sollte. Er würde sie Achetaton nennen, der Horizont des Aton. Rund um die Stadt ließ Echnaton 14 Grenzpunkte setzen, die das Stadtgebiet markieren sollten. Auf ihnen verkündete er, dass der Sonnengott Aton selbst ihm befohlen hatte, auf diesem unberührten Boden, der keinen Göttern und keinen Göttinnen gehört, seine Stadt zu bauen. Schon bald nach der morgendlichen Offenbarung in der Wüste zog Echnaton mit seinen Anhängern von Theben in den Norden, um seine Stadt zu gründen, Achetaton, das heutige Amarna. Künftig sollte neben Echnaton kein anderer Mittler mehr zwischen dem Volk und dem einzigen Gott stehen. Schon vor seiner Thronbesteigung war Echnaton mit Nofretete verheiratet worden, einer der schönsten Frauen des alten Ägypten. Er hatte jetzt eine eigene Familie, zwei Töchter waren schon geboren, vier weitere sollten folgen. Der einstige Außenseiter hatte es weit gebracht. In Echnatons neu gegründeter Stadt dürfte Hochstimmung geherrscht haben. Schließlich war man Wegbereiter einer neuen Religion. Erst mit dem Entstehen des Christentums sollte es ein vergleichbares Gefühl noch einmal geben. Echnaton hatte diesen Wendepunkt der Geschichte vorweggenommen. Das übrige Ägypten allerdings konnte die Euphorie des Pharaos nicht ausnahmslos teilen. Die bislang so mächtigen Priester in Theben mussten sich jetzt fragen, was schon im Diesseits aus ihnen werden würde. Wenn es nur einen Gott gibt, nämlich Aton, was geschieht mit den riesigen Tempelanlagen des Amun in Theben? Wenn der Pharao nicht mehr an die anderen Götter glaubt, was passiert dann mit den tausenden Priestern? Schon zur Wahrung ihrer eigenen Interessen konnte die mächtige Priesterschaft von Theben Echnatons Neuerung nicht gutheißen. Der rebellische Pharao wollte ihre Götter auslöschen und hatte dem religiösen Zentrum des Landes den Rücken gekehrt. Die üppigen königlichen Weihegaben gehörten jetzt ebenso der Vergangenheit an wie die Sklaven, die an die Tempel verteilt wurden. Die Schätze Ägyptens wurden aus den alten Städten fortgebracht, um damit die neue Stadt in der Wüste zu bauen.